Back in the game business. So, ich bin wieder heim, war beim Sport, hatte zwei Termine und jetzt steht das Mittagessen an. Dementsprechend, nach dem Sport, was gibt es? Ich hatte Beintag, ich glaube, ich habe auf der Beinpresse bei McFit, also nur die Gewichte, ich glaube 370 Kilo war der letzte Satz, mal 4 oder 5, muss ich gleich mal schauen, ich habe es aufgenommen. Ich brauche auf jeden Fall, ganz wichtig immer, das wissen bestimmt die meisten, muss ich nicht viel Bro Science zählen, Kohlenhydrate en masse, für mich auf jeden Fall als Athlet im Aufbau. Das bedeutet, ich habe hier schon mal was vorbereitet, natürlich mein Reiskocher, Russell Hobbs beste Reiskocher, den es gibt. Nein, keine Ahnung, weiß nicht, ob es der beste ist, weil ich keine Erfahrung mit anderen gemacht habe. Da ist auf jeden Fall erstmal mindestens 200 Gramm Basmati Rice. 200 Gramm Basmati Rice habe ich hier gebunkert. So, ich mache immer ein bisschen mehr, bewusst 213, weil ich auch wirklich 200 Gramm Reis essen will. Und ich sag mal, allein hier im Behälter geht einiges verloren. Ich packe das ja später auch nochmal in die Pfanne. Und zwar mit diesem Grillgemüse von Lidl, was ich gestern nicht gekauft habe. Hier nochmal die Nährwerte. Finde ich eigentlich ganz geil. 500 Gramm hält sich echt in Grenzen. Ja, haben wir halt ein bisschen, keine Spuren von Gluten. Haben wir ein bisschen hier Zucker und so ein Krimskrams, aber ja, was soll's. Sogar noch ein bisschen mit frittierten Kartoffeln. Naja, gibt Schlimmeres. Nehme ich jetzt nicht so genau im Aufbau, geht's klar. Ach, sonst auch eigentlich. Grillgemüse, kann ich euch empfehlen, sehr geil. Und aus dem Kaufland die Garnelen. Die packe ich auch mit rein, beides gefroren. Was will man mehr, geht schnell. 200 Gramm sind jetzt hier drin. Und ich packe immer bewusst einen Deckel drauf. Bewusst. Erstens sparsamer. Also die Pfanne muss nicht so lange heizen. Dann auf 7, nicht auf volle Pulle. Ich will das nicht verbrennen. Und die, sage ich mal, komplett die ganzen Nährstoffe rausziehen. Deshalb erstmal auf 7, wenn das brützelt, schalte ich das meist ein bisschen näher, ein bisschen tiefer. Haben wir jetzt, wie gesagt, 500 Gramm Gemüse mit hier Kartoffelstücken, wie man sieht. Die Garnelen, 150 Gramm. Auch sehr geil, wie gesagt, kann ich jedem empfehlen in der Mischung. Deckel lasse ich drauf, das schmort halt so ein bisschen Gart vor sich her. Am Ende nehme ich den Deckel ab, damit auch die, sag ich mal, die Flüssigkeit, die da entsteht, durch die Garnelen zum Beispiel verdampft und ich, sage ich mal, nicht so einen Matsch habe. Und parallel warte ich immer mit dem Reis. Auch hier nochmal ein bisschen Water. Ja, ich mache immer so auf dem Basmati-Reis auf 200 Gramm, 300 Gramm, sind ja wirklich 300 Gramm, weil, nee, hier ist das, was erzähle ich denn, 300 Milliliter, weil manchmal wiege ich auch Flüssigkeiten ab. Genau, das ist kein Müll. Ja, da will ich mich jetzt erstmal nicht mit dem Aufräumen meiner Küche plagen und von daher, habt ihr gesehen, easy, 200 Gramm Reis, geht auch sehr flott. 150 Gramm Garnelen und 500 Gramm Gemüse. Ja, das Ganze hat zusammen Reis 700 Garnelen hat knapp über 1000 Kalorien. Ich muss mal gleich schauen. Meistens hole ich mir auch gerne mal so eine Soße rein. Ja, Soßen sind immer schwer. Auch ich habe noch eine über. Auch ganz geil die vegetarische Bolognese Soße von Alnatura. Ist cool, wie gesagt, von den Zusätzen, wie vielleicht einige wissen, sehr naturbelassen, sage ich mal so. Und low fat. Also bei Soßen muss man nur darauf achten, was man direkt nimmt. Man muss wirklich einfach mal schauen. So, 3 Gramm, easy. Also 100 Milliliter haue ich mir davon rein. Dann habe ich 3 Gramm Fett nochmal. Waage, die Waage auch nochmal. Sag ich mal, für die, denen das jetzt persönlich zu trocken wäre. Wobei, wenn man so guckt, das hat hier noch, ich sag mal, genug Flüssigkeit, auch ein bisschen Fett, dass wenn man das zusammenmischt, ist es auch manchmal komplett ohne, also ohne Soße, ganz ehrlich.
es ist in Ordnung. Es ist halt nicht so furztrocken wie so ein Hähnchen mit Brokkoli und Reis. Gibt ja doch einige, die sagen, ich kann es einfach nicht essen. Komfort ist in Ordnung, wobei ich immer sage, oh geil, verbrannt. Man gewöhnt sich an alles, aber schön und gut. Wir wollen ja auch ein bisschen schmecken. Deshalb hier ein bisschen Soße drüber. So, was haben wir hier? 92. 100. Davon. Jetzt kann man natürlich frei wählen, ob man sagt, ja, Portion vollkommen egal, ob man sagt, man ist das einzeln oder man mixt es zusammen. Ich mixe es gern zusammen, schmeckt geil. Ja, das ist die Mahlzeit, easy. Also keine große Wissenschaft. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt nichts Ausgefallenes, sondern die Variante, die ich mache, wenn ich es eilig habe, wenn ich, sage ich mal, ja, einen Termin habe oder wirklich geschäftlich kurz, sage ich mal, in der Mittagspause kurz hier bin, kurz was essen, fertig machen oder einpacken. Ich mache das auch morgens so, ich bereite das Ganze vor, ich mache den Reiskocher schon voll, ich mache die Pfanne schon voll, dass ich morgens nur noch wirklich klick, klick mache, alles an, lasse alles brützeln, mixe es zusammen, Soße drüber, fertig, Arbeit, ich sag's euch, die Arbeit, 15, 20 Minuten, das Essen ist fertig. Also es gibt keine Ausreden zu sagen, ey, ich habe keine Zeit. Gut, wenn man es nicht kennt, nicht kann, wie auch immer, es ist ja jetzt, wie gesagt, keine Wissenschaft, mal irgendwas anzubraten und Deckel drauf, Reiskocher sich zu besorgen oder im Topf Reis zu machen. Von daher, lasst euch gesagt sein, es gibt immer eine Möglichkeit und wenn wo der Wille ist, gibt es auch einen Weg, also von daher easy. Ich mixe mir das Ganze jetzt zusammen, weil mir das einfach so persönlich am besten schmeckt. Manchmal lege ich das Gemüse auch in die Tupperdose, wenn ich das mitten zum Beispiel einfach nur oben drüber und löffel das dann so. Ja, und dann zeige ich euch mal gleich mir fehlen die Worte vom ganzen Sammeln. Die fertige Portion. Ja, das heißt fertig. Ihr habt es ja schon gesehen, ich zeige es euch jetzt und soll ich euch zeigen, wie ich das esse. Gemixt sieht das dann nicht mehr so duft aus. Ne? Auch hier Garnelen, Kartoffeln, Paprika, alles dabei. Ja, gut, schön. Schön überbraten. Vegetarische Soße, Basmati-Reis, ohne Salz, ohne Pfeffer. Hier haben wir schon definitiv genug Gewürze drin. Wenn man das zusammenmixt, vor allem, reicht es. Easy. Geil. Und dann geht's auch weiter bei Mr. Elevator Arne. Und bis zum nächsten Video. Beziehungsweise bis zum Abendessen. Peace. Back vom Tapia. Jetzt habt ihr sein Mittagessen gesehen. Ich komme gerade aus dem, so sieht man mich besser, aus dem Pull-Training und ich habe jetzt auch nur wenig Zeit, das heißt, das Meal muss schnell gehen. Ich mache mir heute wieder Schupfnudeln, Schupfnudelauflauf. Habe ich, glaube ich, das erste Mal bei Victor's Fitness Kitchen gesehen. Der ist ja eh der Schupfnudel-Fan anscheinend und ich finde die auch super geil von den Werten, von den Macros oder den Makros. Das ist ja jetzt Fitness-Hipster. Bullshit. I'm a Fitness-Hipster. For sure. So, und dann, also als Eiweißquelle nutze ich jetzt, sollte man nicht ständig nehmen, aber weil es schnell gehen muss, von Netto Hähnchenbrust Filetstücke Sweet Chili. Ganze Packung, 150 Gramm. Und die brate ich jetzt erstmal an, die Schupfnudeln mit ein paar Zwiebeln. Und ja, dann mache ich den Auflauf fertig. Und zeige euch gleich, wie das aussieht, wenn das dann in den Ofen kommt oder was da alles reinkommt. So, jetzt seht ihr, ich brate die Schupfnudeln kurz an mit Zwiebeln. Das hat einfach den Hintergrund, dass die dann einfach so ein bisschen, ja, dieses Angebratene schmeckt halt gut. Vermischt sich so ein bisschen mit dem Zwiebelgeschmack. Muss man nicht machen. Man kann die auch einfach so quasi für den Auflauf gleich in die Auflaufform geben. Die werden ja trotzdem warm und fest durch die halbe Stunde im Ofen. Mir schmeckt so noch besser, weil die Zwiebeln dann halt auch schön angebraten sind. Der Zwiebelgeschmack da richtig schön reinkommt. Ja, die brate ich jetzt kurz an. Sonst noch zu sagen, wenn ich cutte, esse ich eigentlich oder versuche ich, habe ich immer die größte Mahlzeit direkt nach dem Training. Da habe ich am meisten Hunger. Ja, einfach aus dem Grund habe ich am meisten Hunger. Ne?
Morgens habt ihr jetzt gesehen, das ist eine riesen Mahlzeit, aber wenig Kalorien. Das wird jetzt eine Mahlzeit mit richtig viel Kalorien. Ich schätze mal zwischen 1,3 und 1,5 an Calories. Und heute Abend gibt es dann auch nochmal eine Volume-Mahlzeit, die dann nicht mehr so hoch in Kalorien ist. Aber auch das werdet ihr sehen. Aber ich zeige euch gleich erstmal den Auflauf, was da noch. Alright, die Schupfnudeln sind jetzt angebraten. Ich habe jetzt hier mal alles hingestellt, was da noch reinkommt. Das sind jetzt 250 Gramm Zucchini. Das ist das Beef, das werde ich gleich noch ein bisschen klein schneiden. Dann kommen da rein 300 Gramm passierte Tomaten, 150 Gramm Kidneybohnen, oben drüber 50 Gramm geriebener Gouda leicht und 150 Gramm leichter Kräuterquark. Das müsste eigentlich gewesen sein, was da reinkommt. Checken wir mal MyFitnessPal. Fokussiert nicht, egal. Ja, passt aber. Das heißt, ich mache das mal fertig. Dazu kommen natürlich noch jede Menge Gewürze. Ich mache da heute rein auf jeden Fall Flav King. Kann ich durchaus empfehlen. Ist ja irgendwie jetzt irgendwie, weiß nicht, ob da eine Werbeoffensive läuft mit ProBro, keine Ahnung. Schmeckt auf jeden Fall geil. Die sind gut, teuer, aber ist auch richtig jede Menge drin. Salz, Pfeffer, Dill mache ich gerne noch rein. Ja, also ordentlich würzen das Ganze. Zeig's euch aber gleich, wenn das komplett prepped ist und dann in den Ofen kommt. So, der Auflauf ist prepariert. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist der Auflauf. Ich habe schon mal eben geguckt, es sind fast 1450 Calories. Ja, ich habe halt lieber eine große Mahlzeit. Läuft der überhaupt? Läuft. Eine große Mahlzeit und zwei volumenreiche Mahlzeiten, die auch groß sind, aber hier die meisten Kalorien, wie gesagt, direkt nach dem Training, da habe ich am meisten Hunger. Speicher voll machen und danach Gas geben im Tag. Das kommt jetzt aufs Blech und das im Ofen und dann melde ich mich wieder, wenn das Ganze fertig ist und dann vertilgt werden kann. I'm hungry! Essen ist fertig. Der Auflauf sieht richtig bombig aus. Wollt ihr mal schauen? Take a look. Da ist er. Das ist das gute Stück. Einmal. Ein Rundgang um den Auflauf. So. Wenn das nicht nice aussieht. So, ich stelle mich mal wieder ab. Ja, das ist mein Post-Workout-Meal. Ich habe nach dem Training kurz 5 Gramm BCAAs getrunken. Einfach, weil es ja doch ein bisschen lange dauert, das zuzubereiten. Ja, wie gesagt, ist alles drin, was man so braucht nach dem Training. Es sind Proteine drin, es sind Carbs drin, es sind natürlich auch ein paar Fette drin, also die Macros, ja, schon wieder. Ihr habt tierisches Eiweiß, pflanzliches Eiweiß, die Kidneybohnen, ja, alles dabei, auch die Micros mit den Kidneybeans und Zucchini und. Also für mich eine richtig geile, ausgewogene Mahlzeit aus meiner Sicht, ja. Das werde ich jetzt mal essen. Probieren sozusagen. Und da muss ich ab in Tag, ist jetzt 13 Uhr. Ich würde sagen, ich genieße den Food Porn jetzt hier und schick einmal zurück an Jascha, der jetzt sein Abendessen euch präsentieren wird.